Hallo! In diesem Videotutorial soll kurz der ressourcensparende Webserver LightD, geschrieben LIGHTTPD, vorgestellt werden. LightD wurde in der Programmiersprache C geschrieben, ist auf der Website www.lighttpd.net zu Hause und kann durch Module erweitert werden. Er gehört bei vielen Distributionen zur Paketsammlung und kann somit kinderleicht mittels Paketmanager installiert werden. Bei Fedora per Befehl su -c Anführungszeichen YUM install LIGHTTPD. Bei der Installation wurde das Konfigurationsverzeichnis etc durch die Einstellungsdateien von LightD erweitert. Diese befinden sich im Pfad etc und LightD. Und da ist die Einstellungsdatei. Die World Wide Web Ressourcen, sprich HTML-Dateien, CSS-Dateien, Bilder und so weiter, werden in den Ordner VAR, www, LightD abgelegt. Der Start des Webservers erfolgt per Anweisung su -c Anführungszeichen System CTL Start und dann LIGHTTPD Punkt Service. Passwort eingeben. Okay. Durch den Webbrowser kann man nun auf die HTML-Dateien zugreifen, die hier in diesem Verzeichnis abgelegt sind. Einfach in den Browser eingeben, localhost. Und da ist der Server. Ein Neustart wird mittels Restart ausgelöst und beendet wird der Webserver prompt nach der Eingabe su -c Anführungszeichen System CTL Stop Lighty.service. Ciao und viel Glück!